Guten Morgen und herzlich willkommen bei der IHK Schwaben zu unserem Webinar Was tun bei kranken Azubis? Eine rechtliche Betrachtung. Für alle, die gestern Nachmittag schon beim Webinar dabei waren, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Christine Kratzer-Haug. Ich bin zusammen mit 7 Kolleginnen und Kollegen Bildungsberaterin in der IHK Schwaben. Heute haben sich sehr viele Teilnehmer angemeldet wieder. Das zeigt uns, wie präsent dieses Thema in den Unternehmen, in der Ausbildung ist, mit welchen Problemen sie da auch regelmäßig konfrontiert werden. Und es ist auch ein wichtiger Teil der Arbeit in der Bildungsberatung, sie bei diesen Themen zu unterstützen. Wir tun das auf vielfältige Weise, zum einen telefonisch, zum anderen in Betriebsbesuchen, aber auch immer vermehrter in digitalen Formaten wie dieses IHK-Spezialwebinar. Gestern lag der Fokus auf den gesundheitlichen Fragen und heute geht es um den rechtlichen Rahmen, wenn Azubis längerfristig krank sind. Unsere Expertin ist heute Barbara Kühn, Fachanwältin für Arbeitsrecht, und sie wird Einblicke geben in das Thema, welche Handlungsmöglichkeiten haben Sie denn in der Ausbildung und welchen gesetzlichen Rahmen gibt es, an den Sie sich halten müssen. Ihre Fragen können Sie jederzeit gerne bereits im Chat stellen. Am Ende des Vortrags von Frau Kühn gibt es dann Gelegenheit, auf diese einzugehen. Und noch ein Hinweis, die Präsentation zum Webinar bekommen Sie im Nachgang per Mail zugesandt. Und nun Bühne frei für Frau Kühn. Vielen Dank, dass Sie da sind und uns heute durch dieses Webinar begleiten. Ja, vielen Dank für diese Überleitung und guten Morgen auch von mir. Barbara Kühn ist mein Name. Ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht hier in Augsburg in meiner Kanzlei HSK. Wir sind 7 Fachanwälte für Arbeitsrecht insgesamt und haben uns eben auf dieses Thema spezialisiert, schon seit vielen Jahren. Anwältin bin ich seit 21 Jahren und Fachanwältin für Arbeitsrecht seit rund 15 Jahren. Und jetzt wollen wir uns heute mal um dieses Thema kümmern, das früher, glaube ich, weitgehend gar kein Thema gewesen wäre. Ja, also Sie sehen, Moment, hier gehen wir rein, kranke Azubis, was tun? Früher war es kein großes Thema, weil wir, glaube ich, alle nur drauf geschaut hätten, wenn halt einer körperlich krank ist, sich sein Bein bricht, dann geht es halt irgendwann auch wieder weiter. Aber wir haben zum einen einen breiteren Fokus und ich glaube auch einfach zahlenmäßig mehr Probleme mit kranken Auszubildenden. Wir schauen uns deswegen heute ein paar Punkte an. Das ist sozusagen mein Menü für Sie. Ja, wir kümmern uns einmal um die Grundlagen, dann eben Krankheit und BEM. Was ist das für eine hässliche Abkürzung? Betriebliches Eingliederungsmanagement heißt das. Und weil betriebliches Eingliederungsmanagement halt so lang ist, kürzen wir es einfach ab mit BEM. Dann geht es um die Herausforderungen der tatsächlichen und rechtlichen Art. Wie geht man denn dann eigentlich tatsächlich mit den kranken Auszubildenden um? Und dann zum Abschluss noch so die speziellen rechtlichen Vorgaben, wie man in dem Umfeld kranker Azubi eben am besten vorgeht. Ich will Sie nicht langweilen, aber einen einzigen Blick mal auf die Grundlagen. Wie schaut es denn aus im Ausbildungsverhältnis mit den Hauptpflichten Betrieb und Azubi? Beim Arbeitnehmer haben Sie auch Hauptpflichten, und zwar Sie bezahlen und der Arbeitnehmer arbeitet. Beim Auszubildenden ist es anders. Sie bezahlen und bilden aus und der Azubi muss sich nur bemühen. Der schuldet also nicht den Erfolg einer Arbeitsleistung oder überhaupt eine Arbeitsleistung, sondern nur das Bemühen. Und der Betrieb hat natürlich auch noch Nebenpflichten, so wie immer auch. Da geht es um die Fürsorgepflicht. Und der Azubi hat als Nebenpflicht die Loyalitätspflicht. Fürsorgepflicht gilt auch bei Arbeitnehmern, bedeutet aber ein bisschen was anderes. Wir schauen es uns an. Beim Azubi ist nämlich tatsächlich dafür zu sorgen, dass der Azubi charakterlich gefördert sowie sittlich und körperlich nicht gefährdet wird. So steht es im Berufsbildungsgesetz. Das klingt ein bisschen altmodisch, aber inhaltlich gilt es nach wie vor und es sind auch die richtigen Werte. Ja? Es ist ein junger Mensch, der eigentlich auch Mama und Papa noch braucht und letztlich sind Sie ein bisschen der verlängerte Arm, dass Sie schauen, dass der Übergang in die Berufswelt mit der Ausbildung ordentlich funktioniert.
Rechtlich ist es insbesondere der Schutz der Persönlichkeitsrechte, insbesondere vor solchen Phänomenen wie Mobbing, Diskriminierung oder eben auch sexueller Belästigung. Aber das ist natürlich nur die ganz harte Nummer, ne? Die Fürsorge ist noch in einem viel weiteren Bereich davor auch schon Frage. Kümmern wir uns kurz um Mobbing. Die jungen Leute führen ja das Wort Mobbing so schnell im Mund. Ne? An der Bushaltestelle überall, also oh, der hat mich jetzt gemobbt oder mein Arbeitgeber mobbt mich oder mein Betrieb irgendwie, mein Ausbilder ist der volle Mobber. Also irgendwie sowas kommt ganz flapsig mal schnell über die Zunge. Wir haben da rechtlich aber einen ganz klaren und auch viel engeren Begriff. Nicht dieses soziologische, irgendeiner war nicht nett zu mir, sondern rechtlich gesehen ist Mobbing eben immer die Zusammenfassung mehrerer Einzelakte. Also nicht eine einzige einzelne blöde Bemerkung, nicht ein einziges Mal, wo ich mich jetzt dann irgendwie schlecht behandelt gefühlt habe, sondern es müssten ganz viele einzelne Dinge sein, die zusammenkommen und dann das Gepräge von Mobbing bekommen. Das muss für uns Anwälte auch oder für die Richter eben einen längeren Zeitraum betreffen. Also nicht nur eine Woche, zwei, drei Wochen, sondern das muss eigentlich über Monate gehen, damit wir Anwälte vom Mobbing reden. Und alles das zusammen muss dann in der Zusammenschau eben das Persönlichkeitsrecht desjenigen verletzen oder seine Ehre oder die Gesundheit des Betroffenen verletzen. Das ist sozusagen mal überhaupt die Zugangsvoraussetzung, dass wir da reden davon. Und die Rechtsprechung hat dann auch, finde ich, den richtigen Blick darauf. Denn die Rechtsprechung sagt, wir kümmern uns auch erst dann um so ein Phänomen wie Mobbing, wenn es nicht um die täglichen Reibereien geht. Denn wir anerkennen, dass in der täglichen Zusammenarbeit es eben vorkommt, dass sich Reibungen und Konflikte ergeben und ohne dass damit immer beabsichtigt ist, den anderen in seiner Wertigkeit zu verletzen. Also Mobbing ist einfach mehr als diese üblichen Reibereien. Mobbing, ich sag's einfach mal unjuristisch, ist quasi, wenn was wirklich Bösartiges dahinter ist. Ja? Ich will den loswerden, ich will den klein machen. Also so auf diese Art und Weise kann man Mobbing am besten greifen. Sie als Ausbilder oder Arbeitgeber haben natürlich das Problem, Mobbing überhaupt erstmal zu erkennen. Wann ist es nicht dieses übliche Tackling von den Jugendlichen untereinander oder auch mal die Reibereien mit einem Ausbilder, sondern wann ist das ein ernstes Problem? Aber es lohnt sich halt genau drauf zu gucken und notfalls mit den Leuten auch mal zu reden. Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, oh, ich werde da immer zu gemobbt, dann ist er ja das Mobbing-Opfer, dann müssen Sie mit dem tatsächlich intensiv reden und alle anderen halt mal dazunehmen und mit den Leuten reden, was denn eigentlich los ist. Und auf diese Weise eben herausbekommen, gibt es Handlungsbedarf oder nicht. Und eins ist auch klar, und das sieht auch die Rechtsprechung, dass natürlich in den unterschiedlichen beruflichen Kontexten auch eine unterschiedliche Sprache herrscht. Was auf dem Ladehof als flapsige Bemerkung noch irgendwie gut durchgeht und sich keiner verletzt fühlt, das geht natürlich am Bankschalter überhaupt nicht und wäre schon eine saftige Beleidigung. Also insofern, man muss unterscheiden. Und die Rechtsprechung tut es auch. Sie werden also nicht alle über den gleichen Kamm geschoren. Wenn Sie rausfinden, dass Sie ein Problem mit diesem Phänomen des Mobbings im Betrieb haben, dann lohnt es sich hinzuschauen, ob es denn eigentlich darum geht, ob allein schon die Weisungen für die Arbeit klar genug sind. Weiß der Auszubildende genau, was er tun soll, oder haben Sie bisher nur angenommen, dass er es wissen müsste? Dann sprechen Sie es laut aus. Gegebenenfalls machen Sie eine schriftliche Arbeitsanweisung. Weiß der Ausbilder immer ganz genau, wo seine Grenzen sind oder wie halt sein Menschen- und Ausbildungsverständnis ist? Vielleicht lohnt sich da noch mal ein Gespräch. Klar, alles immer mit Fingerspitzengefühl. Aber da bei dem Thema Weisungen mal genau hinzuschauen, macht sehr viel Sinn. Wir Arbeitsrechtler als Anwälte haben oft das Problem, wenn wir Arbeitgeber beraten und wir sollen dann Abmahnungen, verhaltensbedingte Kündigungen prüfen, dass eigentlich im Vorfeld der Arbeitgeber ein bisschen zu wenig getan hat, um überhaupt mal die Pflichten klar zu präzisieren. Und wenn die Pflichten nicht klar präzisiert waren, dann kann man daraus auch auf keinen rechtswirksamen Abmahnung gründen, ja, um zu sagen, da hast du gegen deine Pflichten verstoßen. Da fragt der Richter dann, ja, welche Pflichten? Wo steht es, dass der so genau wissen musste, welche Pflichten er hat? Also an dem Bereich genauer zu arbeiten und genauer hinzuschauen, lohnt sich. Und dann kann man ja auch eine Ermahnung aussprechen. Viel Unsicherheit in der Praxis besteht bei den Begriffen Ermahnung und Abmahnung. Die Ermahnung ist einfach nur, halt dich doch jetzt bitte mal dran. Ja? Das ist doch rechtlich für mich nicht relevant, eine Ermahnung.
Die Abmahnung ist hingegen schon rechtlich relevant. Das ist der erste Schritt, den ich brauche, möglicherweise für eine spätere Kündigung. Die Abmahnung ist wirklich mal, jetzt mache ich den Verstoß dingfest. Ja. Und eine Abmahnung hat immer zwei Elemente. Eine Abmahnung sagt im ersten Schritt Hinweis, ich sage dir, dann und dann hast du was falsch gemacht. Und zwar am 1.10. kamst du 12 Minuten zu spät, am 2.12. kamst du 14 Minuten zu spät, am 5.11. kamst du 3 Minuten zu spät und eine Woche später am 10.12. wieder 20 Minuten. Ja? Also Sie müssen Datum nennen und genau wie viele Minuten und genau was. Jetzt nur mal am Beispiel des Zu-spät-Kommens. Das muss dann am besten ja auch schriftlich in der Abmahnung. Abmahnung kann man auch mündlich machen, aber wenn Sie später mal da was drauf begründen wollen vor Gericht, dann ist halt mündlich immer schwierig, ja? Und schriftlich weiß man dann, was man hat. Also Hinweis in der Abmahnung, was genau falsch war. Und dann die Warnfunktion. Da schreibt man wirklich rein in die Abmahnung. Und wenn es nicht besser wird, dann kracht's, ja? Und juristisch ausgedrückt heißt es, und im Wiederholungsfall halt behalten wir es uns vor, arbeitsrechtliche Schritte zu unternehmen bis hin zur fristlosen Kündigung. Das zusammen ist eine Abmahnung. Dann muss man natürlich immer, wenn man so ein Problem hat in der Zusammenarbeit der Menschen, sich überlegen, kann ich auch etwas unternehmen, um die Leute, um die Streithähne auseinanderzunehmen, zu versetzen. Ist natürlich beim Azubi schwierig, sie müssen den Ausbildungsgang einhalten, aber vielleicht fällt ihnen ja was ein, wie eine räumliche Änderung, eine Entzerrung, irgendwie noch jemanden dazuzusetzen oder was auch immer. Vielleicht ist das dann das richtige Mittel. Bis hin, dass natürlich ein übler Mobber auch gekündigt werden kann. Also, jetzt wenden wir unseren Blick mal auf die sexuelle Belästigung. Auch ja ein ganz übles Thema, wenn es vorkommt. Und da empfehle ich einfach auch, mit Fingergespitzengefühl und einem guten Riecher rechtzeitig was zu unternehmen. Lassen Sie da nichts laufen. Bei jedem Verdacht müssen Sie die betreffenden Personen zu sich ziehen und quasi mit ihnen reden und sagen, ich habe den Eindruck, das war jetzt irgendwie nicht in Ordnung. Wie schaut es bei Ihnen aus? Dass Sie sich einfach kümmern. Und so unterbinden Sie ganz viele Dinge und bekommen auch den richtigen Zug in Ihrem Betrieb in solchen Dingen. Ja? Dass es nicht einfach so in Ordnung ist, sich so und so zu verhalten, sondern nein, dass Sie klar für ein anständiges Miteinander stehen. Wenn ein Problem aufgetaucht ist, dann müssen Sie die Betreffenden anhören. Ne? Das Opfer genauso wie den Täter, getrennt und diskret, sodass es im Betrieb möglichst nicht rumgeht. Und natürlich muss man sich dann überlegen, ob man den potenziellen Täter, ob man dem Urlaub erteilt oder ob man ihn freistellt. Muss man immer überlegen mit Vorverurteilung und so weiter. Aber da lohnt es sich einfach, sich letztlich von Anfang an mit jemandem auszutauschen, rechtzeitig Rechtsrat einzuholen, um nichts falsch zu machen und einfach auch so einen auswärtigen Sparringpartner für die Gedankenführung zu haben. Und im Zweifel hart durchzugreifen, wenn tatsächlich ein Täter vorhanden ist. Wir sind ja beim Thema kranke Azubis und die Arbeitsunfähigkeitsursachen sind natürlich viele. Im Lebensbereich des Azubis können psychische Erkrankungen sein, es können schlimme Beziehungsprobleme sein mit Freund oder Freundin oder den Eltern oder sonstigen Menschen. Und jetzt in dieser Pandemiezeit ist tatsächlich eine sehr, sehr große psychische Belastung auf den jungen Leuten, eigentlich auf jedem, aber bei den jungen Leuten ist es halt die können oft noch schwieriger mit diesen Herausforderungen umgehen. Und ich denke, dass dieses sehr, sehr große Interesse von Ihnen auch viel damit zu tun hat. Denn wenn wir jetzt zweimal diesen Vortrag halten und insgesamt rund 320 Anmeldungen haben, dann ist es ja eine Riesenanzahl an Betrieben, die sich jetzt für dieses Thema interessieren. Klar, dann gibt es chronische Krankheiten, Über- oder Unterforderung, was auch immer. Ja. Körperliche Belastungen, Überlastungen, all das führt sie ja heute auch in den Vortrag. Und das führt mich zu dem Thema betrieblichen Eingliederungsmanagement. Der Gesetzgeber hat das gesehen, dass es ja mit diesem Thema Krankheit einen Bedarf gibt, da ein Instrument zur Verfügung zu stellen. Und das hat man im Sozialgesetzbuch römisch Nummer 9 reingeschrieben. Und ich lese es mal durch. Sind Beschäftigte, also auch Azubis, innerhalb eines Jahres länger als 6 Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig? Klärt der Arbeitgeber die Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann. Betriebliches Eingliederungsmanagement, das nennen wir eine Legaldefinition.
Also BEM gilt auch für Ausbildungsverhältnisse. Die Ziele dieser Methode sind einfach die Zusammenhänge erkennen zwischen der Erkrankung und jetzt in dem Fall der Ausbildung, falls es da Zusammenhänge gibt. Hat sich einer beim Sport den Fuß gebrochen, gibt es natürlich keinen Zusammenhang. Aber ist es eine andere Erkrankung, dann kann es vielleicht relevant sein. Und selbst wenn es nicht auf den Betrieb gründet, dann ist es eben die Frage, kann man eine Abhilfe schaffen, damit die Ausbildung doch geschafft werden kann bei gesundheitlichen Einschränkungen. Gehen Sie da auch zur IHK und reden Sie mit den Bildungsberatern. Und für den Fall, dass Sie einen schwerbehinderten Auszubildenden haben oder sich herauskristallisiert, dass er vielleicht eigentlich eine Schwerbehinderung sich anerkennen lassen sollte, dann haben Sie auch die Möglichkeit, sich beim Integrationsamt Hilfe zu holen. Und die machen wirklich einen guten Job da. Außerdem gibt es dort jede Menge finanzielle Töpfe, die darauf warten, dass sie abgerufen werden. Und im Integrationsamt ist man eigentlich relativ scharf drauf, auch Betriebe zu finden, wo man diese Maßnahmen durchführen kann. Die Bedeutung dieses BEMs für das Ausbildungsverhältnis in rechtlicher Hinsicht ist eben, dass wenn man bei einem kranken Azubi, der Probleme in seiner Ausbildung bekommt und sie vielleicht dann auch nicht schafft, daran denken könnte, dass man sogar sich schadensersatzpflichtig macht und ein Schmerzensgeld sogar gefordert werden könnte, möglicherweise. Allein aufgrund dieses unterlassenen BEMs. Nämlich dann, wenn denkmöglich die Variante oder die Wahrscheinlichkeit bestand, dass man ihm hätte helfen können. Keine Frage, ich habe nicht ein Dutzend Fälle in meinem gesamten Berufsleben gehabt, wo ich Schadensersatz für Auszubildende geltend mache. Aber jedes Jahr sind es doch 2, 3 Leute, die kommen und wissen wollen, ja, was eigentlich Sache ist. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass viele Anwälte nicht so genau wissen, dass es diesen Schadensersatzanspruch im Berufsbildungsgesetz gibt. Aber man weiß nie, wo man ja als Gegner mal dann drangenommen wird. Also ich will aber das nicht als riesengroßen Teufel an die Wand malen, Schadensersatz und Schmerzensgeld. Aber das Gesetz sieht sowas vor. Das BEM sollte vor allem als Chance begriffen werden, hinter die Kulissen zu schauen. Also es ist einfach eine gute Möglichkeit und gleichzeitig erfüllen Sie damit noch eine gesetzliche Pflicht. Wenn wir uns an den Text erinnern, wie geht so ein BEM los? Zunächst mal müssen Sie feststellen, dass überhaupt der Sachverhalt gegeben ist. 6 Wochen Arbeitsunfähigkeit innerhalb von 12 Monaten. Umgerechnet sind es 42 Krankheitstage insgesamt, einschließlich auch etwaiger Kur- oder Reha-Maßnahmen. Also das ist quasi der Startschuss. Und es ist kein Kalenderjahr, sondern es sind 12 Monate. Also das Raster läuft sozusagen immer mit. Ja. Und dann, wenn Sie halt mal reinschauen in die Krankheitstage, müssen Sie gucken, habe ich einen Zeitraum von 12 Monaten, in denen derjenige 6 Wochen krank war. Das sind im Übrigen auch die vielen Einzelfehltage zusammengenommen. Ne? Fehlt einer auch bevorzugt immer montags oder freitags oder wie auch immer, das gehört da alles rein. Und dann müssen Sie, wenn Sie dieses BEM durchführen wollen, ein formalisiertes Einladungsschreiben an den Azubi schicken. Formalisiert insofern, dass die Rechtsprechung und die gesetzlichen Vorgaben eben dazu geführt haben, dass man da verschiedene Elemente darüber informieren soll, wie dass es freiwillig ist, die Teilnahme am BEM, und dass man da seine Ärzte von der Schweigepflicht entbinden kann, wenn man will, dass der Datenschutz gewahrt ist und so weiter. All das muss da drin stehen. Und dann muss man überlegen, wer soll denn das Schreiben bekommen? Na klar, Ihr Azubi, aber ist der minderjährig, dann muss es ja sein gesetzlicher Vertreter sein. Also beim Azubi immer dran denken, ist der minderjährig, dann muss ich an Eltern oder eben derjenige, der Erziehungsberechtigte ist, gehen. Ist der volljährig, dann direkt an ihn. Danach kommt dann das BEM-Gespräch oder Gespräche, je nachdem, wie verzweigt der Sachverhalt ist und was man noch alles aufklären muss. Und dann kann man ja entscheiden, gibt es irgendeine Maßnahme, die einem einfällt, dann macht man die. Und zum Schluss macht man eine Abschlusserklärung und dann ist das BEM rund und vollständig. Um durch diesen Prozess so durchzukommen und alle Schritte richtig zu bedenken und an die verschiedenen Dinge zu denken, die man ansprechen muss und wen man beteiligen sollte, gerade wenn Sie auch noch einen Betriebsrat haben, wenn Sie einen Schwerbehindertenvertreter haben, Auszubildendenvertreter und so weiter. Da ist es ganz nützlich, wenn man einen BEM-Leitfaden hat. Wir haben in der Kanzlei sowas und wir bieten das auch an, gerade wenn ein Arbeitgeber noch gar keine Erfahrung damit hat und sagt irgendwie, also ich habe zwar verstanden schon, worum es da geht, aber also die einzelnen Schritte habe ich jetzt auch kein richtiges Verhältnis dazu.
dann können wir auch gerne mal dazukommen. Also dass man beim ersten BEM praktisch das durch den Anwalt begleiten lässt. Das kann man dann ja dem Betreffenden auch kommunizieren, dass man nicht sagt, das dient nicht dazu, um zu eskalieren. Der Anwalt ist nicht da, damit du irgendwie hops genommen wirst, wenn du was sagst, sondern der Anwalt ist da, damit wir zusammen dieses BEM in der bestmöglichen Weise machen. Bei einem betrieblichen Eingliederungsmanagement kommen ja möglicherweise auch Krankheiten zur Sprache. Das heißt, wir haben sensible Gesundheitsdaten, mit denen wir arbeiten. Und jetzt in der Pandemie entsteht ein bisschen der Eindruck, als könnte man die intimsten Gesundheitsdaten sogar an der Einkaufskasse diskutieren. Ja, wenn man da irgendwie Impfzeugnisse zeigen muss, Impfbefreiungen, Atteste über Kontraindikationen und so weiter. Aber lassen Sie sich da auf nichts ein. Wenn bei der Durchführung eines BEMs gelten unsere ganz klassischen Datenschutzgrundsätze und da sind Gesundheitsdaten das Sensibelste und damit müssen Sie eben ganz besonders vorsichtig umgehen, den Kreis der Personen klein halten, die Daten verschlossen halten, immer fragen, darf ich das machen, darf ich das nehmen, diese Information, um sie jemandem zu geben, mit dem wir was besprechen wollen. Also da muss man sensibel sein. Was ist denn der Hintergrund, also die Herausforderungen bei der Krankheit? Das ist doch im Grunde genommen, schafft derjenige noch seine Ausbildung? Und wenn ja, wie? Festgelegt hat die IHK, dass das Ausbildungsziel gefährdet ist bei 10% Fehlzeit. Also dann ist auf jeden Fall schon mal die Alarmglocke an. Was sind es? 220 Arbeitstage pro Jahr, 22 Fehltage umgerechnet. 22 Fehltage sind knappe 4,5 Wochen. Das hat's ganz schnell mal. Und bei solchen Situationen sollten Sie schon dran denken, die IHK-Bildungsberater in Anspruch zu nehmen und einfach mal mit einem Telefonat abzuklären. Gibt es was zu tun? Haben Sie eine Idee? Es ist ja auch möglicherweise so, dass Sie bei 4,5 Wochen, wenn Sie wissen, was mit demjenigen los ist, und das ist vielleicht jemand, der seine Ausbildung gut packt, dass man dann zu dem Ergebnis kommt, nichts veranlasst. Aber kann ja auch sein, dass man sehr früh schon merkt, wir schauen mal einfach, wir lassen das Auge drauf, um zu schauen, brauchen wir möglicherweise irgendwann eine Verlängerung der Ausbildungszeit, damit derjenige wieder Zeit hat, gesund zu werden und in die Spur zu kommen. Wir können bei einem kranken Auszubildenden natürlich auch immer wieder mal dran denken, vielleicht ist die Vollzeitausbildung für jemanden, der ein bisschen leistungsgemindert ist, eine zu große Nummer. Dann geht ja auch die Ausbildung in Teilzeit. Und man kann auch switchen von einem ursprünglich in Vollzeit beschäftigten Auszubildenden und kann dann quasi den Vertrag ändern und in Teilzeit weitermachen. Das geht alles, geht aber nur in Übereinstimmung mit der IHK, mit den Bildungsberatern. Also das muss man einfach besprechen, ob man bei demjenigen die Stundenanzahl am Tag runternimmt oder ob man einen Tag in der Woche frei macht oder was halt auch immer angemessen ist für diesen Einzelfall. Teilzeitausbildung führt natürlich immer zu einer Verlängerung der Ausbildungszeit und das müssen Sie dann einfach mit den Bildungsberatern vereinbaren. Sie sind sicherlich manchmal auch damit konfrontiert, dass Sie an einen Auszubildenden gar nicht mehr rankommen. Entweder hat er sich ordnungsgemäß noch krank gemeldet, ist aber dann verschwunden und kümmert sich nicht mehr, oder er hat sich überhaupt nicht mal krank gemeldet und es bleibt einfach weg, ja, der taucht ab. Und bei manchen Ausbildern besteht dann innerlich der Konflikt, darf ich denn eigentlich wirklich all das machen, was ich jetzt am liebsten machen würde, oder gibt es da rechtliche Grenzen? Mein Tipp, denken Sie mal nochmal an diese Fürsorge. Ja, Sie müssen dafür sorgen, dass der sittlich und körperlich ordentlich durch die Zeit kommt und Sie müssen sich um ihn kümmern. Und deswegen sage ich, wenn Sie Bedenken haben, dass Ihnen was passiert sein können oder dass Sie sich kümmern wollen, machen Sie alles, was Ihnen einfällt. Versuchen Sie den Kontakt per Telefon, alle Social-Media-Kanäle, von denen Sie wissen, dass er Sie bedient, können Sie sich anschauen und gucken, wo ist der gerade, was macht der gerade. Ja? Schicken Sie ihm eine E-Mail und die gute alte Post ist schließlich auch noch da. Sie können auch gerne zu ihm nach Hause fahren, mal klingeln und gucken, ob er denn die Tür aufmacht. Können Sie auch machen. Man kann sich überlegen, ob man die Eltern kontaktiert. Bei Minderjährigen würde ich das auf jeden Fall. Und bei Volljährigen muss man sich das natürlich überlegen. Weiß man von familiären Problemen, dann muss man nicht gerade die Eltern informieren. Dann kann man es ja auch erstmal mit diesen Kontaktversuchen probieren.
Bei der Berufsschule sollte man natürlich auf jeden Fall anrufen. Manch ein Azubi bleibt dann im Betrieb weg, wenn er dort irgendeinen Konflikt hat, geht aber noch weiterhin in die Berufsschule. Dann kriegt man ihn darüber. Und haben Sie wirklich ernsthafte Sorgen um sein leibliches Wohl, dann scheuen Sie sich nicht, auch zur Polizei zu gehen, Ihre Sorge zu äußern, und dann geht die Polizei dahin. Die dürfen die Wohnung aufmachen und gucken, liegt der vielleicht irgendwo und braucht Hilfe. Aber das ist dann nicht mehr Ihr Business, sondern Sie müssen nur einfach sagen, wir haben Sorge, dass dem was passiert ist. Wir haben ihn hier nicht kontaktieren können, hat nicht reagiert. Und deswegen gehen wir dann zur Polizei. Wenn so ein Azubi halt einfach bockig ist, ja, weil er nicht einsieht, dass er sich rechtzeitig krank meldet und dass er diese gelben Zettel nicht beibringt oder auch nicht rechtzeitig, das ist ja schon mitunter ein hakeliges Thema. Da ist es einfach sehr wichtig, dass man dem Auszubildenden zunächst nochmal seine Pflichten für die Krankmeldung klar verdeutlicht. Und was sind die Pflichten bei der Krankmeldung? Da gibt es nämlich genau zwei. Also das eine ist, ich muss rechtzeitig, ganz schnell, unverzüglich meinem Betrieb mitteilen, dass ich nicht komme. Und das ist diese Mitteilungspflicht. Und danach muss ich im zweiten Schritt möglicherweise eine Entschuldigung dafür haben. Ja? Ich muss also durch einen gelben Zettel nachweisen, dass ich krank war. Aber es sind zwei getrennte Pflichten, und in vielen Köpfen ist es einfach eine Geschichte. Man schreibt es dann, der muss sich entschuldigen für diese Zeit, und dabei meint man, er muss rechtzeitig mitgeteilt haben und dann muss er sich entschuldigen. Also besteht da Unklarheit bei den Auszubildenden, dann müssen Sie mal schriftlich darauf hinweisen. Lassen Sie sich den Erhalt quittieren oder übergeben Sie es per Zeugen, dann haben Sie auch schon mal Nummer eins dieser Ebene bedient. Klappt es nicht, ermahnen. Klappt auch das nicht, dann die Abmahnung. Und ich habe dreimal schriftlich hingeschrieben, weil einfach das Schriftliche viel mehr wirkt, weil das einfach zum Nachlesen taugt und man dann auch sagen kann, wir haben es dir schriftlich gegeben. Dann gibt es keine Diskussionen darüber, ob das falsch zu verstehen war. Und bei, wie gesagt, bei der Abmahnung bin ich ohnehin für schriftlich, weil man sonst im Streitfall keinen Beweis oder nur einen schlechten Beweis hat. Wie kann man denn ohnehin mit dieser Situation umgehen? Da kommt ein junger Mensch, man weiß noch gar nicht, dass er ob er die Ausbildung wirklich packt. Klar, das Gesetz hat die Probezeit vorgesehen, das kennen wir alle. Es geht aber halt beim Auszubildenden nur bis maximal 4 Monate. Aber schöpfen Sie diese 4 Monate auch voll aus. Und Sie können ja im Übrigen die Probezeitkündigung bis zum allerletzten Tag dieser 4 Monate aussprechen, und zwar ohne jede Frist. Also kündigen Sie heute, ist morgen das Arbeitsverhältnis zu Ende. Und das geht 4 Monate lang. Die Erfahrung zeigt, dass wenn, egal ob Arbeitnehmer oder Auszubildender, man sich schon in den ersten 1 bis 4 Monaten so oft geärgert hat oder so oft gedacht hat, da fehlt noch alles Mögliche, ja, dass man dann lieber die Probezeitkündigung ausspricht, als sich dann 3 Jahre lang zu ärgern. Klar, bei jungen Leuten weiß man das Potenzial noch nicht. Aber sie sind ja erfahrene Ausbilder und müssen halt das Potenzial versuchen einzuschätzen. Aber manchmal weiß man es von vornherein, das wird nichts, das wird nur Ärger. Dann machen sie diese Probezeitkündigung. Denn sie kommen danach praktisch kaum mehr los vom Ausbildungsverhältnis. Es gibt überhaupt nur 2 zulässige Kündigungsgründe im Ausbildungsverhältnis, und zwar für beide Seiten aus wichtigem Grund. Das ist für uns Juristen die Metapher für die fristlose Kündigung. Und Sie wissen, fristlose Kündigung, da muss richtig was gelaufen sein, damit Sie über diese Hürde kommen. Fristlose Kündigung, das ist hartes Brot. Und der Azubi darf ja noch selber ordentlich mit einer Frist von 4 Wochen kündigen, wenn er halt seine Berufsausbildung aufgeben möchte oder eine andere Berufsausbildung machen möchte. Aber das ist ja nur sein Kündigungsgrund. Moment, wir müssen vorwärts, nicht rückwärts. Also, in der Regel können Sie eben nicht kündigen wie beim Arbeitnehmer wegen Krankheit, wegen betriebsbedingter Gründe. Und sogar im kleinen Betrieb, ja, gilt diese Kündigungsbeschränkung. Jetzt haben die Juristen halt was Spezielles noch erfunden für diese Ausnahmesituationen, wo man sagt, es macht ja überhaupt keinen Sinn mehr. Machen Sie Ihren Betrieb zu, klar müssen Sie kündigen können. Ja? Es kann nicht so sein, dass zum Schluss noch ein Auszubildender übrig bleibt.
Oder ist jemand so krank, dass er das überhaupt nicht durchstehen kann oder braucht eine sehr lange Zeit, bis er wieder gesund wird? Dann haben die Juristen eben etwas erfunden, was man Orlando-Kündigung nennt. Orlando übrigens nach einer Romanfigur von der Virginia Woolf, das hat ein BAG-Richter so genannt. Das ist dann eine fristlose Kündigung. Wir können nicht ordentlich kündigen, wenn im Gesetz steht, geht nur fristlose Kündigung. Also haben wir das Ding getauft. Fristlose Kündigung mit sozialer Auslauffrist. Und die soziale Auslauffrist entspricht eben der ordentlichen gesetzlichen Kündigungsfrist. Sozusagen ein kleines juristisches Trickspielchen. Da kann man dann solche Fälle drunter quetschen, wie die betriebsbedingte Kündigung bei einer Betriebsstilllegung oder einer längeren Betriebseinschränkung. Zurzeit haben wir das in manchen Branchen ja. Sie müssen nur zuvor alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, um dieses Ausbildungsverhältnis vielleicht doch noch auf irgendeine Weise durchzuführen. Das heißt auch, Sie müssen da wirklich unbedingt vorher mit den IHK-Bildungsberatern Kontakt aufnehmen. Sie müssen besprechen, welche Möglichkeiten da noch sind, vielleicht auch noch extern was nachzuholen oder wie auch immer. Also bevor Sie da Schluss machen, müssen Sie erstmal ganz genau geplant haben. Und es gibt sogar die Pflicht, zusammen mit dem Auszubildenden und der Arbeitsagentur einen neuen Ausbildungsplatz zu suchen, weil sonst die Gefahr des Schadensersatzes besteht. Diese Art der Kündigung kann man eben auch im Falle einer krankheitsbedingten Kündigung ziehen, wenn also keine Aussicht mehr auf Fortsetzung der Ausbildung besteht aufgrund der Krankheit. Wenn wir von dem Thema Kündigung sprechen, will ich gerne, weil es einfach so praxisrelevant ist, mal genau durchgehen, wie geht eine Kündigung eigentlich richtig? Wir haben als Fachanwälte für Arbeitsrecht immer wieder damit zu kämpfen, dass wir Kündigungen vertreten sollen, die halt handwerklich Fehler haben und dann landet man auf dem Bauch und dann wird es teuer. Deswegen gehen wir es durch, schriftlich. Und schriftlich ist richtig altmodisch, ja. Das ist Papier und da muss Tinte drauf oder Kugelschreiber. Auf jeden Fall etwas, was man anfassen kann und ausgedruckt hat und unterschrieben hat. Also schriftlich. Gut altmodisch schriftlich. Es geht also nicht per E-Mail, mit keiner Social-Media-Plattform. Es geht nicht per Fax und es geht auch nicht mündlich. Keine Chance. Die Kündigung muss nur beim Ausbildungsverhältnis mit einer ausführlichen Begründung erfolgen. Haben Sie eine Kündigung für einen Arbeitnehmer, empfehle ich, in das Kündigungsschreiben selber überhaupt gar nichts reinzuschreiben von den Gründen, ja, weil das taktisch einfach klüger ist. Aber im Ausbildungsverhältnis ist es völlig klar, Sie müssen ausführlich begründen. Und warum? Wenn die Begründung fehlt, ist diese Kündigung nichtig. Also nichtig, dann können Sie sie gerade einfach durchreißen und wegschmeißen. Da muss der Auszubildende nicht mal rechtzeitig zum Arbeitsgericht gehen. Da reicht es, wenn er irgendwann mal hingeht. Das Ausbildungsverhältnis ist dann weitergelaufen. Also ausführliche Begründung. Und Sie müssen auch bitte alle Gründe anführen, weshalb Sie kündigen. Lieber haben Sie noch ein paar nicht so relevante auch noch erwähnt, als zu wenige. Denn im Streitfall können Sie sich nur auf die Gründe berufen, die da in diesem Kündigungsschreiben drinstehen. Und bei einer fristlosen Kündigung gilt eben auch diese Frist, die wir kennen bei den Arbeitnehmern. Man muss innerhalb von 2 Wochen, nachdem man die Tatsachen zur Kenntnis bekommen hat, aufgrund derer man kündigen möchte, innerhalb von nur 2 Wochen müssen Sie kündigen. Haben Sie einen Betriebsrat oder ist da ein Integrationsamt mit im Spiel, müssen Sie in dieser Zeit die Anhörung durchgeführt haben oder den Antrag darauf gestellt haben. Also, wenn Sie so viel Ärger haben, dass Sie an die fristlose Kündigung denken, dann heißt es flott handeln. Und dann wieder drüber nachdenken. Wer muss die Kündigung bekommen? Ist es der Azubi selber? Nur dann, wenn er volljährig ist. Und ansonsten eben sein gesetzlicher Vertreter. Und dann ist es einfach bei einer Kündigung immer sehr, sehr sinnvoll, auch an die beweisbare Zustellung zu denken. Eine Kündigung nennen wir Juristen eine einseitige Willenserklärung, die zugehen muss, die also so in den Machtbereich des Empfängers gekommen sein muss, dass er davon Kenntnis nehmen kann. Das ist jetzt Juristensprech. Die beweisbare Zustellung können Sie so machen. Per Übergabe, das ist das Beste. Aber dazu brauchen Sie einen anwesenden Auszubildenden. Übergeben können Sie nur, wenn der da ist. Machen Sie bitte, wenn Sie Betriebsinhaber sind,
oder Organ Ihres Arbeitgebers oder des Betriebs eben immer eine Übergabe mit einem Zeugen, der sagen kann, ich weiß, das war die Kündigung, die der jetzt bekommen hat. Leute, die gekündigt werden, handeln in dem Moment sehr häufig auch irrational oder zumindest sehr, sehr zurückhaltend und sagen, ich unterschreibe nichts. Oder was das ist, meine Kündigung, die nehme ich nicht mal an. Ja, also einfach hands off sozusagen Politik. Da brauchen Sie einen Zeugen dafür, dass Sie versucht haben zuzustellen oder dass Sie zugestellt haben. Ist derjenige aber nicht da, und bei Krankheit ist das ja ganz häufig so, und der Azubi ist eben krank, dann ist die erstbeste Möglichkeit der Bote. Nehmen Sie jemanden aus dem Betrieb, nicht Sie selber als Betriebsinhaber, wiederum, es muss jemand sein, der Zeuge sein kann, also einen Boten, und der geht hin zu dem Briefkasten von dem Betreffenden und wirft dort das Kündigungsschreiben ein. Wie muss das im Einzelnen gehen? Heutzutage hat ja jeder mit seinem Handy gleich ein Fotoapparat mit dabei. Das ist also so, dass der Bote da hinfährt zu dem Briefkasten, sich bitte vergewissert, ja, bei 10 Briefkästen, dass er den richtigen Meier erwischt. Dann macht er die Klappe auf, hängt schon mal das Kündigungsschreiben im Umschlag so halb rein, dann versucht man damit noch ein Foto zu machen. Ja, dann haben Sie Ihr Foto vom Einwurf, und wenn der Zeuge dann wieder zu Hause im Betrieb ist, dann macht er einen Aktenvermerk drüber, dass er sagt, also was, oder wäre ich jetzt Bote, würde ich sagen, ich, Barbara Kühn, habe am 2.2. um 12.10 Uhr in dem Briefkasten von Erwin Müller das Kündigungsschreiben eingeworfen. Unterschrift, ab in die Akte. Und wenn es dann zum Streit kommt, haben Sie eben eine Zustellung richtig bewirkt. Und erst die letztbeste Möglichkeit ist ein Einschreiben. Älteren Semestern wie mir kommt immer gleich dieses Rückscheinseinschreiben in Erinnerung. Ja, es ist aber tatsächlich keine gute Art und Weise, Kündigungen zuzustellen. Was passiert mit dem Rückscheinseinschreiben, wenn derjenige nicht zu Hause ist oder nicht aufmacht? Der Briefbote nimmt ja den Brief einfach wieder mit, legt ihn auf seiner Niederlassung nieder und lässt es dort eine Woche abliegen. Und wenn dann Ihr Azubi den nicht abgeholt hat, was durchaus relevant sein könnte in diesen Fällen, ja, dann bekommen Sie Ihr Kündigungsschreiben wieder zurück. Dann haben Sie das Kündigungsschreiben und der Auszubildende hat es nicht bekommen. Also bitte kein Rückscheinseinschreiben bei Kündigungen, bei gar keiner Kündigung, sondern das sogenannte Einwurfeinschreiben. Einwurfeinschreiben heißt, der Postbote geht hin, dokumentiert den Einwurf. Sie kriegen darüber heutzutage alles digital eben Ihren Nachweis. Den können Sie im Internet abrufen, abspeichern oder ausdrucken zur Akte. Auch dokumentiert. Also das sind einfach jetzt diese Formalitäten rund um das Kündigungsschreiben, die in der Praxis immer wieder fehleranfällig sind, und deswegen dieser Exkurs. Was machen wir denn, wenn Sie sagen, das war mir jetzt alles zu viel, ich will einfach mit demjenigen nicht mehr zusammenarbeiten, es hat keinen Sinn, das nenne ich die Trotzkündigung oder die Trotzdemkündigung, ne? Zum einen, um da aus dem Nähkästchen zu plaudern, natürlich kann man sowas mal machen. Und mit einer Kündigung gestaltet man die Wirklichkeit um. Ob sie einem danach um die Ohren fliegt oder nicht, aber man hat die Wirklichkeit schon umgestaltet. Und in aller Regel geht es dann über kurz oder lang auch nicht weiter und es findet sich eine Lösung. Also die Trotzdemkündigung kann man schon einfach mal raushauen. Man muss aber dann wissen, auf was man sich einlässt. Und zum einen gibt es natürlich die Kündigungsschutzklage. Sie müssen auch immer überlegen, was richten Sie im Betrieb an mit solchen Aktionen? Ist es jetzt gut oder ist es jetzt schlecht, wenn Sie sowas machen? Und man muss auch wissen, dass bei einer unberechtigten Kündigung eben ein Schadensersatzanspruch droht. Und wenn einer fristlos rausgeschmissen wird, dann hat er in der Regel auch Anlass, sich dagegen zu wehren und lässt sich oft mal wenigstens beraten und handelt dann oft auch nach der Beratung, nämlich eine Kündigungsschutzklage einzureichen. Und dabei kommt dann das Thema Schadensersatzanspruch schon häufig hoch. Was passiert beim Schadensersatzanspruch? Das kann sein bei einer fristlosen Kündigung ohne entsprechenden Grund. Oder auch wenn Sie sagen, na, fristlos finde ich jetzt auch zu hart, jetzt kündige ich lieber ordentlich. Aber die gibt es halt einfach nicht im Ausbildungsverhältnis. Und deswegen ist auch eine ordentliche Kündigung ein Grund für einen Schadensersatzanspruch. Und was bedeutet jetzt das in Praxis, Schadensersatzanspruch? Der Betrieb kann praktisch nur den sogenannten Verfrühungsschaden geltend machen. Das ist also das bisschen finanzieller Aufwand, sag ich mal, den Sie brauchen, weil Sie vorzeitig wieder auf Azubi-Suche gehen müssen. Sie kriegen keinen Schadensersatz für all Ihren Ärger, für die schlechte Leistung, für die ausgebliebene Leistung des Azubis.
Und sie kriegen auch nicht die Kosten, wenn sie sagen, oh, jetzt kriege ich meinen Dienstplan aber nicht mehr voll, weil der Azubi nicht da bin. Ich kriege auch keinen Azubi, also stelle ich mir jetzt eine neue Ersatzkraft ein und der muss ich mindestens mal einen Mindestlohn bezahlen. Und da bin ich dann über dem Ausbildungsentgelt und die Differenz will ich jetzt als Schaden haben. Sie haben keine Chance mit all diesen Überlegungen, so nachvollziehbar sie menschlich sind. Denn wenn Sie sich erinnern, ganz am Anfang die Hauptpflichten, der Azubi schuldet keine Arbeit, der schuldet nur Bemühen. Und deswegen kriegen Sie auch keinen Schadensersatz für solche Sachen. Der Schadensersatzanspruch ist also für den Azubi interessanter, wenn er Grund hat, sich quasi zu beklagen. Ja? Also kommen Betriebe überhaupt nicht ihren Ausbildungspflichten nach und schafft derjenige nicht seine Prüfung. Schadensersatzanspruch denkbar. Bei einer Verlängerung der Ausbildung eben aufgrund einer unberechtigten Kündigung. Ja? Sie schmeißen den raus, der muss erst einen neuen Betrieb suchen und dann hat er eine verlängerte Ausbildungszeit. Dem entgeht dann Geld für eine Festanstellung. Möglicher Schadensanspruch des Azubis. Und muss er vielleicht für seinen neuen Ausbildungsplatz umziehen oder hat höhere Fahrtkosten, ist auch eine Position für den Schadensersatzanspruch. Für den gibt es eine Ausschlussfrist, die läuft nur ein bisschen anders, als wir es sonst im allgemeinen Arbeitsrecht für Arbeitnehmer kennen. Und zwar ist es so, dass 3 Monate nicht etwa nach der Kündigung schon die Ausschlussfrist greift, sondern erst 3 Monate nach Abschluss der Ausbildungszeit. Also kann es sein, dass dieser Bumerang über den Schadensersatz viel später kommt, als Sie denken. Wenn Sie einen Sachverhalt haben, wo Sie sagen, ich will so nicht mehr weitermachen, dann müssen Sie eher, das ist das bessere Mittel, an einen Aufhebungsvertrag denken. Aufhebungsvertrag hat natürlich immer das Thema, da müssen beide mitspielen. Aber es kommt immer wieder vor, dass man mit dem Thema Aufhebungsvertrag tatsächlich so ein Ausbildungsverhältnis viel besser zu Ende bringt als mit dem Thema Kündigung. Und da kann man dann im Aufhebungsvertrag auch diesen Schadensersatzanspruch dann ausschließen, weil das eine einzelvertragliche Vereinbarung für die Beendigung ist. Aber zurück zum Blick Kündigung. Wirklich valide, fristlose Kündigungsgründe, also gute Gründe, ja, die zu einer fristlosen Kündigung führen können, können unter anderem sein, zum Beispiel fortwährende Unpünktlichkeit. Ja, da brauchen Sie dann aber mindestens 1 oder 2 Abmahnungen, je nachdem, wie dramatisch das immer war. Da das immer Einzelfallentscheidungen sind, sollten Sie in solchen Fällen einfach mit einem Arbeitsrechtler reden, ob es jetzt nach der ersten Abmahnung noch eine zweite braucht oder ob man sich trauen kann, jetzt zu kündigen. Disziplinarische Probleme. Jeder Art, egal, frech sein, nicht das Richtige machen, irgendwie zu Leide leben. Ja? Auch hier braucht es vorherige Abmahnungen. Aber das können fristlose Kündigungsgründe sein. Diebstahl ist nach wie vor No-Go, kann fristlose Kündigung rechtfertigen. Genauso natürlich eben unflätiges Verhalten, diskriminierende Äußerungen von anderen Azubis, von anderen Arbeitnehmern oder vielleicht sogar von Ihnen persönlich, schwere Beleidigungen und so weiter. Also im Grunde genommen der Kanon wie für Arbeitnehmer auch. Und Sie müssen immer noch dazu rechnen, dass ein Arbeitsrichter sagt, aber bei einem Auszubildenden braucht man einen Tick mehr Geduld als beim Arbeitnehmer. Sie müssen auch wissen, dass auch bei Auszubildenden der Sonderkündigungsschutz immer gilt. Also sowas wie Mutterschutz, Elternzeit. Bei Behinderten gilt der Sonderkündigungsschutz. Behinderung ist im Übrigen eigentlich nur ein Grundgrad der Behinderung ab 50%. Aber ab 30% kann sich derjenige über die Arbeitsagentur gleichstellen lassen. Und dann hat derjenige auch den besonderen Kündigungsschutz. Und dann gibt es noch Sonderkündigungsschutz über die Pflegezeit. Beim Aufhebungsvertrag, da brauchen Sie keinen besonderen Grund. Wenn Sie beide sich einig sind, dass Sie nicht mehr weitermachen wollen, können Sie einen Aufhebungsvertrag schließen. Darin bitte dran denken, dass man den Schadensersatz ausschließt. Bei Minderjährigen wieder, das habe ich, glaube ich, zum dritten Mal dann erwähnt, immer dran denken, Minderjähriger braucht einen gesetzlichen Vertreter für die Unterschrift. Und dann noch eine spezielle Regelung, an die man gerade bei Kranken mit Azubis denken kann, die Wiedereinstellungszusage. Das ist eine Geschichte, wenn man weiß, dass der Auszubildende halt jetzt gerade gesundheitliche Probleme hat und einfach mehr Zeit braucht als nur ein paar Wochen, um wieder fit zu werden. Dann muss man sich überlegen, ob es nicht viel besser wäre, man beendet vorläufig den Ausbildungsvertrag und macht eine Wiedereinstellungszusage.
Das sind Sachlagen, die Sie auch mit den IHK-Bildungsberatern besprechen sollten. Aber nur einfach, dass Sie es mal gehört haben. Denn der Vorteil dieses Aufhebungsvertrags mit einer Wiedereinstellungszusage ist eben, dass die maximale Verlängerungszeit für die Ausbildung nicht angegriffen wird. Ja. Es kann ja sein, wenn jemand schwer krank wird, wieder weitermachen möchte, dass er dann aber unter erschwerten Bedingungen weitermacht und vielleicht noch länger Zeit braucht. Dann hat man einfach diese Verlängerungszeit sich aufgespart. Das ist also eigentlich eine ganz schicke Art und Weise, mit solchen Sachlagen gut umzugehen. Aber wie gesagt, gehen Sie zu den IHK-Bildungsberatern, die haben das alles im Portfolio. Ja, mein Fazit nach diesem kurzen Ritt durch das Ausbildungsverhältnis mit rechtlicher Brille ist, reagieren Sie am besten zeitnah. Die Sachen laufen zu lassen, das hat selten den guten Erfolg. Dann nutzen Sie auch die Chancen, die durch dieses BEM gegeben werden. Es ist eine gute Sache, um hinter die Kulissen zu schauen. Und haben Sie keine Scheu, bei den IHK-Bildungsberatern anzurufen. Die haben eine Menge Erfahrung mit allen möglichen Lebenslagen rum, um das Leben von Auszubildenden. Und da fällt vielleicht noch mal irgendwie eine gute Idee ab. Gut, vielen Dank schon mal soweit. Wir haben unsere 45 Minuten jetzt gut gefüllt. Und jetzt kann ich mich dann um Ihre Fragen kümmern. Also ich schaue mal in den Chat. Da wurde gefragt, spielt das Alter, also minderjährig oder volljährig, eine Rolle bei den Kündigungsvoraussetzungen? Nein, spielt keine Rolle. Die Rolle spielt es da, wo Sie rechtsverbindliche Erklärungen abgeben, wem Sie zugehen müssen, wem gegenüber Sie die aussprechen müssen. Ja, das war diese Geschichte, wer muss das Kündigungsschreiben bekommen. Und das Alter wird allerdings immer da indirekt eine Rolle spielen. Wenn man das betrachtet, war die fristlose Kündigung die angemessene Reaktion. Da wird man immer schauen, haben Sie zuvor als Ausbilder jede Möglichkeit genutzt, um den Azubi wieder auf die Spur zu bringen. Also Gespräche, Ermahnungen, Abmahnungen und so weiter. Und wenn man da eben zu dem Ergebnis kommt, Sie haben sich reichlich bemüht und der packt es einfach nicht, dann haben Sie auch eine sehr gute Chance mit Ihrer fristlosen Kündigung. Aber vielleicht noch eine Geschichte mit den guten Chancen beim Gericht. Sie wissen ja, dass natürlich die allermeisten Gerichtsverfahren durch gerichtlichen Vergleich enden. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es einfach, das Arbeitsverhältnis ist ja ein stetiger Prozess. Mit jedem Tag müsste eigentlich einer arbeiten und es klappt nicht. Und das Leben geht danach weiter nach einer Kündigung. Der muss sich wieder eine Arbeit suchen und jeder einzelne Tag entfremdet ihn von dem Betrieb, entfremdet ihn von dem Vorhaben, ich will dahin doch wieder zurückgehen oder ich werde kämpfen. Ja. Die Zeit hat da eine sehr befriedende Rolle. Und faktisch wollen die Parteien beide eigentlich in der Regel nicht, dass derjenige wieder zurückkommt. Sie als Arbeitgeber haben ja gesagt, ich will nicht mehr. Also Sie wollen nicht, dass der zurückkommt. Und der Arbeitnehmer will irgendwann wahrscheinlich auch nicht mehr. Das Kündigungsschutzverfahren hat aber nur ein einziges Klageziel. Was anderes gibt es das Gesetz nicht her. Nämlich festzustellen, dass die Kündigung unwirksam ist. Und dann muss derjenige ja wieder kommen. In der Situation ist eben in Deutschland der Vergleich die adäquate Lösung. Und weil Sie in der Regel keinen Arbeitnehmer oder Auszubildenden bekommen, für lau zu weichen, also ohne Geld, müssen Sie in der Regel ein bisschen was bezahlen. Die Sache ist nur die, je schlechter Sie Ihre Kündigung vorbereitet haben, desto teurer wird das. Also eine vernünftige Vorbereitung einer Kündigung ist, egal ob bei Arbeitnehmern oder Auszubildenden, sehr sinnvoll, um dem Richter dann zu sagen, ich sehe gar keinen Grund ein, weshalb ich hier tief in meinen Geldbeutel greifen sollte. Ja. Von mir aus mach mal noch sozusagen eine Quengelgebühr von, keine Ahnung, jetzt 500 Euro, aber echt nur, damit hier Frieden ist. Ich wüsste nicht, was ich noch besser machen kann. Es ist einfach ein anderes Standing und es führt bei diesen Verhandlungen zu niederen Preisen. Aber zurück zu Ihren Fragen. Ob die Wiedereinstellung auch im höheren Lehrjahr möglich ist. Also ich nehme mal an, dass die Frage folgendes Szenarium als Hintergrund hat. Wir haben eine Krankheit, wir haben einen Aufhebungsvertrag und überlegen, ob wir einen Aufhebungsvertrag machen mit einer Wiedereinstellungszusage. Und das geht zu jeder Zeit.
Derjenige kann sich ja wirklich im ersten Monat ihres Ausbildungsverhältnisses irgendwie bei einem fürchterlichen Unfall irgendwas Schlimmes zuziehen und man weiß, der kommt vor Ablauf eines Jahres nicht wieder. Das kann aber auch kurz vor der Prüfung sein. Also das ist einfach ein Thema, was man dann immer im Einzelfall betrachten muss, zusammen mit den IHK-Bildungsberatern. Und es geht zu jedem Zeitpunkt. Da steht jetzt noch im Chat, ja, muss aber geprüft werden, abhängig von Lücke. Ich denke mal, das ist auch quasi der Maßstab, mit dem die IHK beurteilt, ob eben eine Wiedereinstellungszusage bei so einem Aufhebungsvertrag eben Sinn macht. Ah ja, genau. Ich bekomme gerade aus dem Off noch den Hinweis, dass da auch noch die Anrechnung mit dahinter steht. Also welche Leistungen können wie angerechnet werden? Ich würde nur sagen, eben solche Detailfragen, das ist so einzelfallabhängig, dass Sie das immer mit Ihren Bildungsberatern besprechen sollten. Und von daher ist es jetzt schwierig für eine verallgemeinerungsfähige Antwort. Dann springe ich mal zu der Frage Montags- und Freitagskrankheiten. Welche Möglichkeiten gibt es da? Die Montags- und Freitagskrankheit hat ja meistens Gründe im sozialen Bereich und nicht so sehr im gesundheitlichen. Ja, wenn man den Kater am Montag jetzt mal außer Betracht lässt. Das sind immer die gleichen beim krankheitsbedingten Kündigungen. Wird Ihnen das zu viel oder zu auffällig, machen Sie ein BEM. Klar, dass sich es Montag und Freitags mal auf 6 Wochen hochsummiert, das sind dann schon die harten Fälle. Dann nehmen Sie sich den Kandidaten natürlich viel früher zur Brust. Sie müssen das ja nicht im Rahmen von einem BEM machen, aber lassen Sie sich das inhaltlich einfach so als gedanklichen Faden mal durch den Kopf gehen und dann sehen Sie, Sie müssen mit den Leuten reden. Also und das dokumentieren, dass Sie geredet haben. Das erste Gespräch dokumentieren Sie vielleicht noch nicht, weil Sie gedacht haben, naja, das wird jetzt schon gereicht haben als Hinweis. Aber sobald Sie ein Thema 2-3 Mal aufbringen müssen, machen Sie sich bitte den Aktenvermerk, wann Sie mit wem, mit welchem Inhalt gesprochen haben. Eine weitere Frage, und das abschließend zu beantworten, wenn halt diese Montags-Freitags-Krankheiten ein ständiges Problem sind und sich nicht abstellen lassen, dann können auch die ja irgendwann mal zu dieser Sinnentleerung im Ausbildungsverhältnis führen, zu so hohen Fehlzeiten, dass auch die IHK sagt, Ausbildungsziel wird nicht mehr erreicht und dann muss derjenige ohnehin in den Prozess Gespräch mit IHK und dann wird er hoffentlich aufwachen. Und wenn nicht, dann ist irgendwann vielleicht auch die Situation für die fristlose Kündigung da. Die nächste Frage lautet, gibt es eine Definition von einem gestörten Vertrauensverhältnis? Also das ist insofern eine schwierige Frage, weil gestörtes Vertrauensverhältnis halt auch so ein offener Rechtsbegriff ist, mit dem wir Juristen manchmal operieren müssen, weil man ja nicht jeden einzelnen Sachverhalt ins Gesetz schreiben könnte, sonst wären unsere juristischen Bibliotheken noch viel größer. Und nachher fehlt doch noch wieder ein bestimmter Einzelfall. Also das ist ein offener Rechtsbegriff, halt gestörtes Vertrauensverhältnis. Und dann muss man schauen, passt es im Einzelverhältnis? Kann der, wenn es zum Streit kommt, kann der Arbeitsrichter nachvollziehen, dass Sie sagen, ich habe da kein Vertrauen mehr? Und insofern ist es eine Einzelfrage. Kommt auf den Sachverhalt drauf an. Aber gestörtes Vertrauensverhältnis ist halt der zentrale Begriff, zu dem wir kommen müssen bei einer fristlosen Kündigung. Haben wir denn noch weitere Fragen im Chat? Bin ich an? Ja. Also keine weiteren Fragen? Gut. Dann trete ich mal nun zur Seite, sage jetzt schon herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich Ihre Fragen soweit beantworten konnte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Kühn, für Ihre ganz anschaulichen und pragmatischen Ausführungen. Das hat auf schnelle, kompakte Art und Weise aufgezeigt, auf was man alles achten muss und kann. Schön. Und an der Stelle auch der Hinweis, nutzen Sie das Angebot, das die Frau Kühn öfter schon erwähnt hat, eben auch die Bildungsberater der IHK Schwaben zu kontaktieren. Tun Sie das bitte rechtzeitig, frühzeitig, dann kann man das eine oder andere Ausbildungsverhältnis vielleicht auch noch zum guten Weiterbringen gestalten und zu einem guten Ende führen. Schwierig wird es, wenn sich die
beiden Partner schon so aufgeschaukelt haben, dass wir schon an dem Punkt sind, keiner der beiden Seiten möchte eigentlich, dass es irgendwie weitergehen kann und man muss gucken, wie kann man es beenden. Das ist dann immer sehr, sehr schade. Nutzen Sie auch die Probezeit, Frau Kühn hat es auch angesprochen, auch da die Empfehlung, schon mal in der Mitte der Probezeit ein Feedbackgespräch zu führen, reinzuhören, wie geht's dem Azubi, was sind die Befindlichkeiten und auch ehrliches Feedback zur Leistung des Azubis mit dazugeben, ob Sie zufrieden sind, weil nach 2 Monaten haben Sie noch 2 weitere Monate, die es Ihnen ermöglichen, das zu beobachten und dann im schlimmsten Fall am letzten Tag die Notbremse zu ziehen, weil es ist beiden Seiten nicht geholfen, wenn zwanghaft ein Ausbildungsverhältnis nach der Probezeit weitergeführt wird. Und der schwierigste Fall ist dann, wenn nach 6 Monaten der Anruf kommt, ja, wie kann ich den Azubi loswerden? Es geht einfach so nicht. Also bitte die Probezeit auf alle Fälle nutzen. An der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Kühn. Wir sind gut in der Zeit heute. Ihre Ausführungen waren so anschaulich, dass auch schon viele Fragen, die vielleicht auch da waren, dadurch beantwortet sind. Vielen, vielen Dank. Und an der Stelle an Sie auch danke, dass Sie dabei waren wieder. Gucken Sie auch immer mal wieder auf unsere Programmangebote der IHK Schwaben, die IHK Spezialwebinare, auch zu anderen Themen, die außerhalb der Bildung sind. Wir haben hier ein ganz vielfältiges Programm immer wieder am Start. Und dann wünsche ich Ihnen insbesondere für die Ausbildung in Ihren Betrieben alles, alles Gute, gutes Gelingen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch einen angenehmen Arbeitstag. Dankeschön.